Ich kann nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert. Oh mein Gott. Leute, die nächsten, keine Ahnung, sicher, sagen wir 30 Minuten oder 40 Minuten, gibt's mal wieder Team Kaki Action. Oh mein Gott. Ich habe nämlich Kathi gefragt, ob wir mal Bock haben, wieder gemeinsam zu zocken. Und eigentlich sollte das ein super entspannter Abend werden. Also wir nur ein bisschen plaudern, was gerade so in unserem Leben abgeht. Dann ein paar Runden für uns spielen und vielleicht 2, 3 Runden für YouTube aufnehmen. Und ja, wenn ich Runden sage, dann wisst ihr ganz genau, welches Spiel. Dead by daylight's gonna be. Dead by daylight's gonna be. Dead by dawn, we're gonna be. Dies ist Dead by Daylight, weil es gab den Modus, weil ich glaube, bis dieses Video hochkommt, gibt es den nicht mehr. 2 vs. 8, also 2 Killer gegen 8 Überlebende. Und Kathi und ich haben uns gedacht, ja, schauen wir uns das gemeinsam an. Und es ist in Sane geworden, weil Kathi dann auch noch beschlossen hat, ja, wenn wir eh schon aufnehmen, dann streame ich doch einfach mal. Und holy shit, seid ihr im Chat bei ihr abgegangen. Das war so großartig. Kathi hat sich mega gefreut. Für mich war es ein Fest zu sehen, wie aktiv die Leute sind, wie sie mitfiebern. Also wirklich, wirklich geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber jetzt labere ich gar nicht länger um den heißen Brei rum. Ganz viel Spaß mit Team Kaki Action, mit Dead by Daylight Nostalgie und... Ja, ich weiß gar nicht, dass das wirklich passiert. Es ist crazy. Let's go. Ich muss erst mal gucken, welchen Killer nehme ich denn? Wir können nur zwischen 5 wählen. Also es ist eh nur diese Ursprungskiller, die man nehmen kann. Ich habe jetzt den Geist mal genommen. Ich habe jetzt oft schon gesehen, dass es so Geist- und Jägerin-Kombis gibt. Dann habe ich oft schon gesehen Krankenschwester- und Jägerin-Kombi. Und Perks sind auch raus. Okay, also du wirst es mir nicht glauben. Ja. Aber ich habe mir davon exakt nichts gemerkt. Macht nichts. Ist einfach scheißegal. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein und hauen drauf. Ja, das wäre jetzt so meine Taktik gewesen, to be honest. Also, Ich würde sagen, es ist genauso wie damals, als wir einfach Überlebende gespielt haben, oder? Ja, definitiv. Ich finde, wir sollten auch dringend mal wieder Überlebende spielen. Ich meine, mit 6 anderen Leuten, das kann nur schlecht werden. Von daher... Ja, ich habe mir gedacht, wir können auf jeden Fall gerne... Also ich würde... einfach nur gerne eine Killerrunde spielen, einfach weil ich denke, weil wir zu zweit sicher auch nochmal lustiger haben, als wenn man mit einem Random spielt. Aber wenn wir halt gar keine Runde finden, dann können wir auch einfach gleich in Überlebende reingehen. Killerrunde dauert 45 Minuten, bis man eine Runde bekommt. Becky. Was? Ja, okay, nein, das dann ciao, Papa, dann gehen wir gleich als Überlebende rein, oder? Weiß ich nicht. Also, Alter, ich warte doch gerne 45. 10 bis 15 Minuten. Wir könnten auch 10 bis 15 Minuten jetzt Quality-Content liefern für die ZuschauerInnen dort draußen. So, damals war ich noch echt nett. Ich glaube, damals dachten meine Zuschauer draußen noch in der Welt, ich bin ein netter Mensch. Ich glaube, das denkt man immer noch. Aber ja, deine Stimme war viel so viel ruhiger. Sachte. Ja, genau so. Hallo, da. Also viel noch so, ha. Weicher, hey, weicher. Das hört sich an wie ein Diss. Nee, gar nicht, gar nicht. Das hört sich an, als wäre es mich gerade hart. Ey, deine Stimme, du hast dich so blöd angehört, aber ich mach dich trotzdem. Okay, danke. Danke, tschüss. Ja, du bist immer noch ein netter Mensch. Ja, manchmal, manchmal. Ja, manchmal. Bis, bis das krasse Exposed-Video zu Kathi kommt. Ja, ich warte bis heute drauf. Fehlt noch. Becky, mach du doch mal eins. Soll ich mal eins machen? Soll ich dich exposen? Ja, bitte. Also, wie schlimm, was fällt dir so ein? Wie schlimm die Zusammenarbeit die ganzen Jahre über war. Wie oft Kathi... Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich... Also, es gibt nichts über dich zu erzählen. Jetzt hat jemand zum Aufnehmen gezwungen. Ja, vielleicht das ein bisschen. Nee, Spaß. Ja. Aber ja, eigentlich war schon oft so ein... Okay, wann nehmen wir wieder auf? Oh Gott, Kathi, keine Ahnung. Ich muss arbeiten. Ey, das war damals echt wild. Ja. Das war wirklich krass. Weil wir haben wirklich zweimal die Woche aufgenommen, mindestens. Und dann immer so und es war trotzdem zu wenig, Becky, es war zu wenig. Ja, excuse me, sorry, aber irgendwo... Ich weiß so, das Witzige ist ja, als wir dann ja aufgehört haben aufzunehmen, ja, dann hatte ich ja auf einmal ein bisschen mehr Zeit, so. Also am Tag, ja, weil dann... Also mindestens 6 Stunden in der Woche waren dann mehr Zeit. Und dann war ich so, wo kommt... Also was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Und jetzt zum jetzigen Standpunkt denke ich mir oft, fuck, ich wüsste gar nicht auch jetzt, wo ich die Zeit hernehmen könnte. Also weißt du, wie ich meine? Es ist so crazy, weil so viele Sachen einfach anstehen und zu tun sind, dass ich mich dann oft frage, so, boah, wo könnte ich jetzt noch diese Aufnahmestunden reinquetschen, wenn du auch noch YouTube machen würdest? Ja, ja, wir sind, ich will nicht sagen, dass wir erwachsen geworden sind, aber sind ein bisschen erwachsen geworden, haben
haben ganz andere Leben, wenn man überlegt. Verpeilter Fuchs hat gerade erstmal geschrieben Fischeier. Und ich muss grinsen. Ich hab den Clip erst neulich bei dir gesucht und nicht gefunden. Ich finde den auch nicht. Ich habe den auch gesucht, weil ich wollte ihn auch für ein Video verwenden und ich weiß nicht, wo der ist. Oh, shish. Okay, eine Runde. Geil. We're gonna die. Okay, das ist ja cool. Wir haben uns zu lange nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wann ich Becky das letzte Mal gehört habe. Wie ich in Frankfurt war, da haben wir uns sogar gesehen. Wow, ihr seht, ich arbeite offensichtlich zu viel. Aber ich hatte an diesem Tag auch 2 Frozen Strawberry Kiwis. Oh, die waren so vielleicht, gut. Ich habe davon geschwärmt, wie ich wieder daheim war. Die waren wirklich, wirklich lecker. Ich weiß, vielleicht kann ich mich deswegen aber nicht mehr dran erinnern. Dann musst du aber danach auch noch ein bisschen was getrunken haben. Nein, tatsächlich nicht. Mhm. Ich habe danach noch gearbeitet. Aber wir erzählen das niemandem. Weil das wird jetzt nicht geklippt. Hallo Kat, ich gehe hinter dir. Hallo. Oh, was passiert hier? Also ich bin... Bin ich unsichtbar? Hast du mich überhaupt gesehen? Ich war unsichtbar, oder? Ich hab Schemen von dir gesehen, I guess. Ich da sind zwar... Mal, ja, ne? Wenn du nachkommst... Ich sehe Leute laufen. Ja, Mann, ich habe ein Bill geschlagen. Ach ja, und wir müssen die nicht aufhängen, wir müssen die nur niederhauen. Also ultra easy. Ups, ja, ich habe voll ultra, daneben ultra geschlagen. Da ist Bill. Ich bin auch bei Bill. Ja, ich komme von der anderen Seite. Oh, shit, da ist aber... Oh, da ist noch einer links hier in der Ecke. So eine Oma. Ich habe diese Oma da. Es ist so Chaos, ich schwöre. Was passiert hier? Ich hab Bill, alles ist cool. Können wir den wegmachen? Keine Ahnung. In den Käfig schicken. Irgendeine Oma rennt da auch noch rum. Wieso haben die denn schon den Jet? Die müssen eh 8 machen. Oder ist noch ein... Ich glaube, einer... Die haben genauso wenig Kram, wie man spielt wie wir. Also daher, let's go. Easy. So, noch einer in den Käfig schicken. Let's go. So, wir haben schon 2... Wo bist du? Ah, ich sehe dich da. Keine Ahnung. Becky, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Survivor sind. Da hinten war irgendein Generator. Ja, ich habe da hinten auch was gesehen. Da hier hinten. Hier. Ja. Sie werken hier an dem Gen rum. Warte, ich mach kaputt. Perfekt. So, jetzt müssen die ja hier irgendwo sein, oder? Ja, ich habe... Gibt es eigentlich Kratzspuren? Ich habe noch gar nicht Kratzspuren gesehen. Weiß ich nicht. Ah, da ist eine links. Doch, hier sind Kratzspuren. Lauf ums Haus rum. Ja, sie kommt von der anderen Seite. Ja, ich komme. Achso, andere Seite. Nein, shit. Siri ist vorbeigerannt. Ich laufe ihr nach. Ich hau sie. Anne-Dude rennt auch irgendwie. Fast hab sie. Oh Gott. Ich laufe dieser Rachel danach. Wie viele Paletten gibt's denn hier? Alter, viel zu viele. Das ist what the heck? Die müssen aber auch die 8 Generatoren schaffen. Also, Alter, ich laufe der immer noch nach. Warte, der ist kaputt, okay. Oh nein, das war daneben, oh mein Gott. Hast du wieder Palette. Geht's dir gut? Ha! Yes, Mann. So. Haha. Und die nächste in den Käfig. Ich weiß gar nicht, wen wir schon alle aufgehangen haben und wen nicht. Ich hau einfach nur auf die alle drauf. Ah, ich hab hier... Oh, die sind hier Irgendwie sind alle hier. Becky, sie sind alle hier. Oh, da sind alle, ja. Hier ist die ganze Crew. Oh, ja, passt. Wir hauen da einfach auf alle drauf. Hauptsache, du rennst erstmal unsichtbar an mir vorbei. Ich lieb's. Ja, Entschuldigung. Hi. Dem Wichtel Dwight renne ich da grad nach. Oh, hä? Okay. Wieso bin ich nicht enthüllt? Boah, ist das nervig. Mann, ist der Geist. Das ist ja mal eine nervige Bratze. Okay, ich habe irgendjemanden erwischt, also... Perfekt, ich lauf dem... Komm dann einfach diesem Elfen-Dwighty. Dem renne ich gerade nach. Ja, warte, ich mache hier noch was kaputt. Wieso schreien die denn so? Ja, es schreien alle die ganze Zeit. Das geht mir in dem Modus so auf den Sack. So, wo ist der Dwighty? Da rennt er noch. Warte, da hinten geht auch irgendwas. Ich laufe einfach. Wo ist denn der jetzt? Bin da verwirrt. Ah, da, ich sehe ihn laufen, ja. Große Verwirrung. Siehst du den Hampelmann? Ja. Perfekt, super. Ich habe ihn in deine Arme getrieben. So muss Dankeschön. Das. Dankeschön. Liebe ich! Da höre ich jemanden, die heilen sich. Tja, nicht mit mir, da haben sich welche geheilt. Oh ja, ich sehe es. Perfektes Teamwork hier, by the way. As you can see, da laufen die irgendwie alle herum. Ah, shit, Mann. Warte, ich will gehen. Ich frage mich, respawnen diese... Ja, perfekt, Kathi haut ihn um, so muss das. Da wurde jetzt der Jen anging, ja. Perfekt. Hinter dem einen her, ich laufe hinter dem anderen her. Ja, ich sehe den anderen, der duckt sich da. Siehst du ihn hinter dem Stein? Ich komme von der anderen Seite. Ich weiß nicht. Perfekt. Ich weiß nicht, was deine Idee war, aber geil. Der war so auf unserem Niveau. Ja, so ja. Wie wir perfekt. 2000 weg damit. 16 gespielt haben. So, oh Gott, die brauchen nur noch 3? Das ist jetzt aber Belastung. Ist hier nicht mal irgendjemand tot? Nee, die können auch alle 2-mal aufgehangen werden, weil das ja so viele sind. Ah, der Jen hier bei mir ist fast an. Ja, hier sind Menschen. Oh Gott, hier sind sie alle. Also da, wo ich bin, sind sie alle. Ja, bei mir ist nur eine. Komplett. Die gesamte Crew ist hier vereint. Ich tunnel dich jetzt. I'm sorry. Dwight, I'm so sorry. Wirklich. Hui, immer noch keiner tot. Da. Ja, doch, der, hinter dir. Ja, da rennt ich sehe ihn, ja. Ich komme von der anderen Seite. Oh,
Hab ihn einmal. So ist er gelaufen, ja. Da rennt er, da kriegen wir ihn und... Ja, mach mal, weil... Perfekt, hab ihn. Tschüss. Ist jetzt mal jemand tot? Keine Ahnung. Was ist denn das? Herst, die leben ja unendlich. Ja, da hinten ist was passiert. Gehen wir da hin? Wo's ja, ich gepufft hat. Ich bin hinter dir. Ich habe nicht einmal meine Falle gelegt. Ja, du kommst doch gar nicht dazu. Einer ist da. Ah ja, scheiße, ich bin hier nochmal. So, der muss jetzt mal tot sein. So, oder? Dwighty kommt dir entgegen. Ah, oh, ja, ist an dir vorbeigelaufen. Sorry. Ja, macht nichts. Ich hole ihn von der anderen Seite. Ja, perfekt, hab ihn. Nice. Sehr gut. Habt ihr Fang Min oder so? Keine Ahnung, wer das hier ja, ist. Ja, ich sehe sie. Da, hinter dir. Hinter mir? Oh. Hab sie. Sehr gut. Warte, einer ist tot. Zwei sind tot. Ja, wow. Mann, jetzt geht's ab hier. Team Kaki. So. Alter, wir sind ja richtig fancy hier. Pass auf, ja, sagen okay. Wir jetzt, dann machen wir die nächste Runde, dann kriegen wir diese Ultras und dann weinen wir wieder die ganze Zeit. Hier rennt auch irgendwer rum. Hallo, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie vielleicht sterben? Das denke ich mir halt echt oft bei denen jetzt gerade, ne? Boah, die... Oh Gott, bei dir hinten ist ja richtig Party. Ja, warte, da ist richtig Party. Rein. Ja, da sind zwei andere noch weggelaufen. Pass auf, sie kommt... Perfekt, hab sie. Die sollte jetzt tot sein. Ich glaube aber hinter mir ist oder neben mir oder so sollten auch noch welche sein. Ah, holy hier, shit. Ja, da rennt der Wichtel Dwight. Der Wichtel Dwight. Ist jetzt jemand tot? Hier rennen alle. Also hier, ja, wo ich ja, bin, passt, rennen ich bin sie alle dir, ich bin bei dir, ich bin unsichtbar bei dir. Nice. Mach Wichtel Perfekt. Dwight bitte yes. Kaputt. Ich glaube, Wichtel Dwight hing noch ich nicht. Ich geh zu... ja, ich verfolge den Dwighty. Ja, mach Pass, Dwight. Ist tot. Zwei leben noch. Drei leben noch. Ja, wo? Ich glaube, im Haus oben. Ja. Ja, im Haus. Ja, sie haben verkackt im Haus. Okay, dann scheuch sie mal runter. Ich warte hier und sie springen einfach in meine Arme, I guess. Ja, also eine kommt runter, eine ist runtergesprungen. Solltest du jetzt auch sehen können? Ja, sie rennt halt jetzt hier auf der Terrasse herum. Da komme ich nicht rum von hier unten. Wo ist denn Shit, die? Warte. Ach so. Ich renne hinter der Kate hinterher. Ja, ja, sie ist unten. Ich renne hinterher. Okay, ich lasse die runterfallen. Hui. Jetzt kommt sie wieder ins Haus. Oh mein Gott, ich bin mega Speedo. Perfekt. Wo ist sie denn hin? Da wo ich gerade aufs Maul bekommen habe. Da, ach genau. So. Ja, perfekt. Perfekt. Wo ist sie denn hin? Ach da. Da, hey. Sie hat mir gerade Palette ins Gesicht geworfen. Es sind immer noch drei, Becky. Ja, ja. Ich höre da wen. Da ist Wichtel Dwight. Ja, erledige Wichtel Dwight. Ich mache hier kurz den Generator kaputt. Eine ja, ich sehe Kate. Rennen, ja, Kate, die, ja, ja, genau, nee. Die verfolge ich gerade. Dwight. Und Dwight ist weggelaufen. Ja, den habe ich. Den. Hast du so, die Paletten, die spawnen hier einfach alle zu viel. Ja, insgesamt gibt es ein paar sehr viele Paletten, muss ich sagen. Aber Wichtel Dwight hat jetzt leider ausgewichtet gleich. Ja, die Kate auch gleich. So, er kommt ein bisschen in deine Richtung. Ja, sie auch. Ist wir. Okay, wir treffen uns einfach in der Mitte, würde ich sagen. Ja. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Ah, ich habe wieder aufs Maul bekommen. Und dann, genau, war der T-Bag Disrespect. Jetzt ist Wichtel Dwight aber tot in den nächsten zwei Sekunden. Ja. Okay, die Kate, die will es wissen auch. Ja, down. Ja, aua, hast du gesehen? Ich habe schon wieder bekommen. Aber ich nehme das einfach an, weil es ist egal, weil es gibt jetzt nur noch sie und hier anderen. Ist eine Palette! Eine Luke, warte, ich mach sie zu! Ha, Biatch! Urgut, Kathi, urgut! Komm, welcher Seite? Nein, oh Gott! Nein, hier, Kathi, da wo ich bin, du siehst ja, wo ich bin. Da ist sie. Das wäre so gut gewesen, wir beide von der Seite. Komm, sie rennt da entlang. Ah, da hinten, okay. Ja, okay, ja, ja. Okay, Moment. Es sind aber noch zwei und es gibt angeblich noch zwei Dings. Oh ja, okay, warte, jetzt komm hier, komm hier an die Seite. Komm, Kathi, auf der anderen Seite, Ja, ja, warte, ja, ja, ich komme. Ich bin da. Okay, let's go. Jetzt. Ha! Nice. Super. Nice. Und tschüss. Okay. Diese dreckige Lache, wie ich es vermisst habe. Alter, Leute, halt. Hier, ich hab den letzten. Ja, ich seh ihn. Perfekt. Fuck. Boah, das ist sehr schnell. Warte, hier war irgendwo. Hier? War hier nicht gerade irgendwo eine. Ja, ja, rennen, weil. Oh ich nein, grad, ich hab zu früh geschlagen. Ich war gerade der Meinung, ich hab gehört, wie da eine Dings ist. Okay. Perfekt. One hit. Let's go. Nein! Oh, yeah. Super. Jetzt und weg mit ihm. Oh, schön. Ich will ja nichts sagen. Alter, wir haben alle gemeiert, Mann. Ja. Virtuelles High Five an dieser ja, Stelle. Ja, High Five. Nice. Oh Gott, ja. Schön. Holy shit. Ja, GG. Das fand ich jetzt ein bisschen heiß. Also, ja, war, ja. Also. Schau mal, ob wir noch eine Runde bekommen. Ja, komm, eine Runde. Okay, eine Runde. Und dann machen wir mal Überlebende und dann siehst du, was wie chaotisch das als Überlebende ist. Wenn ich nur gerade in deinem Chat lese, da ist die Frage, ob wir jetzt öfters streamen. Also ich will nichts sagen, ja, aber ich streame.
streame ja noch regelmäßig, dreimal die Woche mindestens. Es ist hier Frau Tyrafin, die gesagt hat so, Bruder, ich habe jetzt einen Job, jetzt habe ich auf einmal keine Zeit mehr dafür und auf einmal habe ich ein Kind und oh, ich bin jetzt so erwachsen. I'm sorry, wer ist hier gerade und streamt, what the fuck? True. Ich habe aber heute schon gestreamt, ich habe heute schon mit meiner Schwester gestreamt. So, wo bist du, Kathi? Ich laufe dir keine nach Ahnung. Als Unsichtbarer. Siehst du mich hier eigentlich, wenn ich unsichtbar bin? Hörst mich schnurren? Nein, du schnurrst nicht mehr so schön wie früher. Dein Schnurren hat sich verändert, Becky. Ja, das Coole ist, wenn ich dir nachlaufe, dann bist du auch nicht... Dann schnurrst mehr. Nein, aber die Leute hören dich nicht. Du bist unentdeckbar für die. So wie, ich glaube, so ein bisschen wie Michael Myers. Aber ich muss halt dir so nachgehen wie so ein Opfer. Ah, ich kann einfach dein Ass gucken. Sexy. Da passt wieder Let's Getting Hun in hier. Oh, ja, pass auf, hier ist einer. Da rennen gleich viele. Ja. Ich renne right hinterher. Ich dem Bill. Oh. Ich wurde gefragt, wer mein Bias bei BTS ist. Meinst du, die Leute können das erraten? Ratet mal, wer mein Bias im BTS ist. Na, da bin ich ja gespannt. Was? Ich komme halt zu dir, weil der läuft da auch so einer nach und ich schaue, ob ich den krieg. Oh, fuck. Diesen Dwight hier. Passt, einen habe ich gehaut. Ja, same. Nach so 20 Stunden die erste Mal gehauen. Hm? Oh hat Gott! Es sind viel zu viele. Ja, vor allem, es gibt unendlich viele Paletten. Ja. Also ich finde, die letzte Runde lief besser. Ja, finde ich auch. Da, oh Gott, hinter dir ist einer. Genau. Ja, und vor mir ist auch einer. Ja, sehe ich alle. Schau, das sind doch die, die haben schon... Oh Gott. So, ich habe jetzt beide einmal angeschlagen. Shit, Mann. Ja, ich habe die eine gerade voll verfehlt. Die kommt ums Haus. Ich weiß. Wie lost muss man sein, damit zwei Leute eine Tussi jagen, Alter? So, schwierig. So, wo ist der andere hin? Anders wild hier. Keine Ahnung, der ist auch weg. Oh Gott, die brauchen nur noch drei Generatoren, Mann. Das ist ja der absolute Disrespect gerade. Ah, da hinten, da sitzen die zu zweit an einem. Kathi, komm mal hier hinter. Da sind drei, die sich gerade heilen. Hinten. Okay, hier, dann heil du, dann mach die und ich mach die jetzt kaputt, damit die den nicht hier fertig kriegen. Nein! Oh meine Güte, das geht ja gar nicht. Alter. Die konnten sich noch heilen, I can't believe it. Boah, das ist, okay. Ich setze halt auch null meine Fallen ein, ne? Ich bin hart. Wann auch? Wann sollen wir die auch einsetzen? Ich kann mich auch nie unsichtbar machen, weil ich die ganze Zeit sichtbar gefühlt sein muss. Ach, das ist ein sehr schlauer Satz. Du kannst dich nicht unsichtbar machen, wenn du die ganze Zeit gefühlt sichtbar sein musst. So, einer ist down, eine rennt hier noch. Hier rennen auch zwei. Oh Gott, ich schlage auch die ganze Zeit daneben. Das ist gut, das mache ich auch. Weil das kann ich. So. Dinge, die Kathi kann. Oh, ich stand so weit weg von der Palette. Also bitte. Excuse me, ja. Du musst sagen, excuse moi. Excuse moi. Okay. Also ich hab einen liegen lassen, um einer hinterher zu rennen wie so eine... Wie so eine ja, ich sehe aber leider nicht, wo die liegt. Vielleicht hat es sich gelohnt. Hey, der einer heißt Danny bei irgendwas. Da ist auch noch ein Dwight. Ich dachte eigentlich, dass das viel besser wird, aber dadurch, dass das so... Oh, da liegt der. Cool. Ja, ich mach den in den Dings. Ja, hier rennt noch jemand. Ja, das ist der Dwight, den habe ich gerade verfolgt. Ach so. Oh, das ist der Dwight, der mir von Anfang an auf den Keks ging. Ha, passt, ist down. Ich mach gleich einen Käfig. Oder mach du, du bist schon drin. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ah, ich renne. Sie sind alle hinten bei der Hütte. Wirklich jeder dieser Dudes ist hinten bei der Hütte. Okay, ich komme. Anders wild. Ja, ich sehe es. Ich sehe es bei dir. Okay, also die sind jetzt ein bisschen unfair. Die sind urstark. Ja, das finde ich jetzt einen unfairen Vorteil, weil ganz ehrlich, ich bin richtig schlecht als Killer. Und ich setze jetzt auch keine Falle. Nö. So, einen habe ich angeschlagen. Mach ein Jen hier kaputt. Die habe ich so schlecht gesetzt. Der eine Dwight macht ärgeren Disrespect hier bei mir. Ich habe gerade meine eigene Falle übrigens ausgelöst, ne? Nein, und ich habe voll daneben gehauen. Mann, das hätte ich eigentlich schaffen können. So, da rennen sie alle rum irgendwo. Oh Gott, wie sollen wir das bitte schaffen? Siehst du da die eine, die da rennt? Nein, ich... Boah, was? Was? Also, als ob. Solltest du jetzt zum Ausgang gehen? Ein Ausgang hätte ich gerade aufgemacht. Welcher? Der da hinten, oder? Ich renne auch zu dem da hinten. Der, wo ich bin. Ich renne genau zu dem auf der anderen Seite der Welt. Oh, kein Problem. Boah, ich sollte mich vielleicht verhüllen, damit ich schneller bin. Oh, wow, ich glaube, die lachen über mich, Becky. Ich bin echt schlecht gerade. Schwierig, ein Ausgang ist offen. Ja, da sind auch schon zwei rausgelaufen. Schwierig. Ich habe wenigstens noch anhitten können. Wir haben nicht einen getötet, gell? Den sehe ich sowieso erst zum ersten Mal. Tja, ich gönne gar nichts hier. In den Käfig. Jemand macht den Ausgang. Ich glaube, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin, oder? Ja, ich habe den einen jetzt auch in den Käfig geschickt, aber... Ich habe den einen auch noch in den Käfig. Oh mein Gott, ja, einen haben wir gekillt, Mann. Sehr gut. So, wo sind die alle? Okay, schade. Ich bewache den Ausgang. Wo ich sind auch, sie? Aber tut sich nicht viel, ne? Ja, sagen, ja. Weil, es gibt drei Ausgänge. Was? Ach ja, da hinten ist noch einer. Shit, Mann. Oh, wie dumm. Na gut.
Toll. Hauptsache, wir warten beide an ihre eine. Und so. Ja, cool. Ja, hey. Ich dachte auch so jetzt. Cheers. Okay. Oh Gott, aber einen haben wir gekillt, oder? Nein, ich glaube nicht. Wir haben nicht. Aber doch einen, den Ace Visconti. Der ist gestorben. Der Rest hat es geschafft. Oh Gott, das war jetzt kein GG, würde ich sagen. Das war eher echt schlecht. Wollen wir jetzt lieber... Wollen wir jetzt Survivor machen? Ja, machen wir mal Survivor, hätte ich auch gesagt. Okay. Dead by daylight, gonna be. Dead by daylight. Ist leider mit der Latenz ein bisschen schwierig, gemeinsam zu singen. Ein bisschen, aber man muss sagen, es hat sich jetzt nicht schlecht angehört. Finde ich auch nicht. Ich lasse es gleich im Hintergrund für euch laufen, weil es so schön... Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel geht, ne? Na, also ich wollte mich gerade dazusetzen. Warte, ich komme mit dir, weil ich will hier nicht bleiben. Hier kommen gleich die Killer. Ich weiß das jetzt schon. Ich höre es quasi schon. Oh, hat Killer mich gesehen? Okay, viel Shit, der hat mich gesehen! Wo läufst du? Ah, nee, das bist gar nicht du. Ich laufe dir hinterher, weil ich denke, du bist es, aber es ist der Killer, der von mir wegläuft. Also, what the heck? Nein! Oh mein Gott, das ist ein Fallensteller, der actually Fallen stellt, Kati. Also, das ist die bessere Variante von mir. Willst du das damit sagen? Ja, ein bisschen schon. Der hat bei den ganzen Paletten Fallen aufgestellt. Das hätten wir vielleicht auch machen sollen. Meinst du? Ja, der schickt mich jetzt. Oh, der sieht mich nicht. Das ist ja cool. Ah, oh, jetzt leider doch. Ich habe mich so gut getarnt. Ich war im Busch. Offensichtlich warst du jetzt nicht mehr der beste Busch, Becky. Ich glaube, nein, du musst nein, nein. Aber ich war erstmal guter Busch. Bin mir nicht sicher. Kommt jetzt ein Killer? I guess so. Ich laufe einfach mal weg. Wie nicht? Warte, ich komme einfach mal und hol dich. Vielleicht doch nicht. Ich werde verfolgt. Also. Ich wurde schon gerettet von einem Dwight. Ja, schade. Ich hoffe, hier steht keine Palette. Und von steht so einem anderen Dude mit fetten Pelzmantel. Ich sitze jetzt an einem Jen irgendwo. Ich kann jetzt nicht einmal richtig Anweisungen geben, mit wem ich wo sitze, weil so viele Leute sind. Er hat mich verloren, weil ich habe mich tatsächlich... Oh, es ist die Krankenschwester. Ach du Scheiße. Jo, keine Ahnung. Ich laufe einfach mal weiter. Oh no, alle. Okay. Ich höre nur... Hey, wann ist da wenn eine Falle gestiegen? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah! Oh Gott. Scheiße. Warum immer ich? Warum immer ich? Nimm doch mit anderen. Oh Gott, da steht sich eine Falle wieder. Nein, zum Glück nicht. Oh Gott. Ich sehe auf jeden Fall, also ich finde es gut. Ich sehe das hier quasi aus dem Eck, wie du da hinkommst. Das sieht sehr, sehr geschmeidig aus. Ja, irgendwer hat mir jetzt Speed gegeben. Aber es bringt mir nichts. Mach weiter so. Oh Mach Gott, so, wieso Becky, hängen alle? Das erinnert mich an gute alte Zeiten. Oh Gott, das Ausweichen hier. Bald kommt GTA 6, wirst du das auch spielen. Nein. Oh, ich wurde erst einmal geschlagen. Ich dachte, ich hatte schon zweimal geschlagen. Oh nein! Mann, die sind so voll im Doppelpack auf mich, Kati! Die stehen halt auf dich. Freu dich doch oder so. Ah. Finde nicht gut. Ich wollte jetzt flexen. Oh, warte, da ist jemand. Bist du das? Ah ja, jetzt. Nein, nein, ja, ich bin. Gar kein Bock. Ich sehe dich. Zu den Leuten, die einen nehmen. Ich bin so Oh je. Pack. Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu befreien. Ja, und da kommt der Fallensteller, also lauf. Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich schütze dich mit meinem Leben. Aber wenn ich jetzt sterbe, also bin ich so dead. Also wie immer? Ja. Oh, fuck. Ja, jetzt sind die zu zweit, also... Ja, ja, ich bin jetzt erstmal abgebogen zu dem anderen Dude. Becky, du hast gesagt, du schützt mich mit deinem Leben. Ja, wo aber ist du... Das hin? Ja, du hängst... Innerhalb von 5 Sekunden. Du hängst ja noch nicht und die Schwester läuft eben mir nach. Also kein Stress hier. Dein Leben war jetzt, ja. Ja, kein Stress hier. Wie hat das getroffen? Bitte einmal das in Zeitlupe. Wo hat das wie jetzt getroffen? Das ist ja... So, ich bin jetzt tot. Tut mir leid. Das klingt aber sehr nach Stress hier. Wo Stress? Wo Stress? Weiß ich jetzt nicht. Wo Stress? So, wir gucken jetzt dieser Tyraffine mal zu. Was sie hier so treibt. Ich bin nämlich schon tot. Tut mir leid. Like always. Like always. Ich hab's nicht geschafft. Ey, du hast ja so Palettensee-Skill. Das ist ja ein... Habe ich tatsächlich. Wow. Ja. Ich hab nur nicht den... Ich sehe die, die... Generatorenblick. Generatoren-Skill. Ah, hier. Ich höre einen. Hallo, bist du auf der Gamescom? Hallo. Ja, ich bin auf der Gamescom. Von Montag bis Sonntag. Die ganze Zeit. Ich weiß leider gar nicht, in welcher Halle ich bin. Es wäre cool, wenn wir in derselben Halle wären. Halle 7. Das auch nicht welche. Die ist ja, das weiter vorne, gell? Ist das die erste rechts? Aber. Wenn das die erste rechts ist, könnten wir sogar vielleicht in derselben Halle sein. Frag mich doch bitte nicht. Ich habe die Pläne nie im Kopf, to be honest. Okay. Ich frage einfach mal, welche Halle ich bin und dann sage ich es dir.
Vielleicht sind wir dann Messe-Buddies. Ich wollte oder Nachbarn. Sagen, Messehallen. Messehallen. Bühnen-Buddies. Nachbarn, ja. Nachbarn, wollte ich die ganze Nachbarn. Zeit sagen. Neighbors. Ich schütze jetzt den Dwight mit meinem Leben. Ja, das sehe ich. Und die okay, Ada schützt dich. Ja, ja die genau. Ada schützt mich, deswegen habe ich es aufgegeben, den Dwight zu schützen. So ging es mir, als ich dich geschützt habe. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so war. Hallo, ja. Du wirst ja. es dann im Video sehen. Ich werde es im Video sehen, ja. Und dann hat der Cutter genau das rausgeschnitten. Hey, ich bin die Einzige. Nein, es ist sogar zum Glück noch wer gestorben. Und es hingen alle schon zweimal, außer Kathi und Sukuna. Das heißt, jetzt werden gleich alle ins Jenseits verfrachtet. Oh, hatten wir ein Glück. Ja, oh, Mann. Oh. Hast du Adrenalin dabei? Ich habe Generatoren gemacht. Ich laufe zum Ausgang. Einen von drei habe ich gelernt. Alter, wie schlecht wir waren. Stehen beide in einem Jet. Aber es macht ja eh Sinn. Das könnte man ja einfach beide abcampen, so wie wir das gemacht haben. Maybe. I said maybe. Okay, kann sie mich jetzt protecten, weil... Oh. Wo ist sie denn? Wo sind die denn allgemein? Oh, fuck. Oh, schwierig. Mach den Ausgang. Okay, let's go, Kathi! Aber da hinten ist noch jemand in Nöten. So, warte, wo war der Ausgang? Ich glaube, da lang. Ja, hier irgendwo. Ja, und jetzt einfach gerade runter. Du siehst, wenn ich du wette, bei meinem Glück renne ich jetzt noch in eine Falle. In wenigen Sekunden. Nee, das geht sich. Warte, stopp. Oh, shit. Oh Gott! Ei. Ja, super, das geht sich aus, Ich führe. Oh nein! Scheiße. Ich dachte gerade so. Das geht sich aus. Beide kämpfen an diesem scheiß Ausgang. Ey, hat ja keiner wissen können, dass sie da jetzt noch kommt. Ich fände es jetzt ein bisschen fies, wenn ich sterbe. Du stirbst. Und ich sterbe, weil alle anderen. Alle schon rausgelaufen sind, ja. Ich muss aber echt einen neuen Killer kaufen. Ich habe ja unter dem Dead by Daylight Video gefragt, so, was die Leute sagen, was für einen Killer ich spielen soll. Und ich habe halt oft gehört, so, ja, entweder Chucky. Oder ja, den Lich. Den so Lich? Aus wie D&D. Lichy oder Lich? Lich, den Lich King. Den Lichy King. Wow. Ja. Das finde ich jetzt schwierig. Es gibt nur einen wahren Lich King. Ja, er ist eh kein Lich King, er ist nur Lich. Der Lich. Also. Gehe ich trotzdem denk ich mal. Das wie eindeutig. Aber vielleicht war er zuerst in D&D. Oh, ich glaube, es ist die Jägerin. Ja, die Jägerin gepaart mit einer Krankenschwester. Holy shit. Oh mein Gott, ich werde sterben. Herst, wer verkackt denn hier im Gen? Ja, keine Sorge, die sind eh alle bei uns. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt kannst du dir Sorgen machen. Komm, okay. Das zieh mal durch. Oh, ja, Mann. Richtig guter Fähigkeitscheck. Der hat geregelt. Ich will, dass jemand den Pickwick-Gen retten geht. Aber irgendwie geht keiner hin. Also da, ja, weil da die ach, hängen die da ab? Okay. Nee, die farmt sie nicht. Die ah, perfekt. Der ist gerettet. Aber er liegt gleich wieder. Oh, da hängen ja drei gleich neben mir. Was passiert denn hier? Ja, warte, ich komme. Ich bin da. Ich hole die alle. Ja, ich komme auch, weil... Passt, ich hole den zweiten. Wie lange gibt's jetzt den neuen Modus? Den gibt's jetzt nicht so lange, ne? Ja, ich glaube nur bis 6. August oder 8. August. Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt testen, schauen, wie es ankommt und dann für immer implementieren oder... Das ist eine sehr interessante Frage, weil prinzipiell finde ich den Modus schon ganz cool. Ich auch und es ist ein bisschen auflockernd, wenn du so, keine Ahnung, halt ernste Runden spielst und dann davon richtig abgefuckt bist. So ein bisschen wie Aram in League, finde ich. Ja, stimmt. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja. Schwierig, schwierig. Wieso habe ich denn da jetzt kein... Oh Gott! Wieso hatte ich denn da jetzt keinen Herzschlag bei der? Wahrscheinlich, weil die so eine ähnliche Kombi irgendwie haben. Maybe, ja. Und Dings. Das kann gut sein. Ich höre nur noch Leute schreien überall. Wow, ich weiche nur Ballen aus. Sag mal, schwierig ist ja echt dein Wort gefunden. Wow. Stimmt, schwierig sagt sie echt auch gefühlt. Wer ist? Shit, das ist wirklich... Nein, ich sag andauernd schwierig. Weil das hier ist jetzt wirklich gerade richtig schwierig. Belastend. Oh, ich sehe drei hängen an einem Gen. Das ist schon gut. Oh mein Gott, ich werde sterben. Aber ich bin schwierig, Marcel, schwierig, wegen dir. Ziemlich lange weggekommen, muss ich sagen. Schwierig, Hallo. Counter incoming. Das ist nicht lustig. Ich mag auch gerettet lustig. Werden, bitte. Becky, da ich auch nicht gerettet werde, so. Ah, jetzt kommt aber jemand. Was ist mit Cuphead? Das müssen wir anders spielen, Jake. Das müssen wir anders spielen. Santa Maria. Ich habe dir aber die Punkte zurückgegeben. Oh wow, Santa Maria. Ich weiß gar nicht, was bringt das, Chat? Bringt das etwas... Totems zu zerstören in diesem Modus? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, grundsätzlich bringt nichts was.
außer Gents machen. Also jedenfalls, I don't know. Becky, was chillst du hier so? Ich chill hier nicht. Ich hab hier mich heilen lassen. Du läufst ganz gechillt, das war durch die Gegend. Ja, ich hab, weil die da rechts waren, Mann. Und ich hab beobachtet, wie sie gehen. Und dann bin ich langsam, ich wollte keine Kratzspuren machen. Find schwierig, dass ich mir das Wort gottlos angewöhnt habe. Oh, gottlos, gottlos ja, gottlos, gottlos sage ich auch so oft. Müde, alles. Also, ja, nee, bei mir ist hast du schon gehört, was die Jugendworte des Jahres sind dieses Jahr? Irgendwie auch wieder so YOLO oder so. Ja, YOLO hat wieder ein Revival. Okay. Ist ein bisschen 2011. Ja, 12. Naja, oder? Ja, schon. Ja, kommt, seid halt zu zweit, ihr Affen. Das ist ja urgemein. Nein, Cringe ist nichts dabei. Also ich habe vorhin ungefähr 300 Mal Cringe gesagt, also... Pyrotechnik, ja. Pyrotechnik ist so ein Tier, Talahorn oder so. Ja. Das ist noch mit dabei. Das, was ich vorher gehört habe. Ich hätte das jetzt schon oft gehört. Aber ich habe mir auch sagen lassen, das heißt auf Arabisch eigentlich, komm her. Aber ja, genau. jetzt wird es halt verwendet, um jemanden zu beschimpfen. Okay. Ja. Genau, nein, Pascal, ich denke nicht, dass es auch das Jugendwort ist. Ja, aber weißt du, daran ein Wort. Nein, das ist so wie bei uns. Halt, stopp, jetzt rede ich. Und das ist dann so wie, nein, Pascal, das ist aus irgendeiner, ich musst du mir das auch erklären lassen, aus irgendeiner Trash-Show. Okay, ich muss jetzt wirklich gerettet werden, bitte, weil sonst ist Maya mit mir. Warte, wo bist du? Talahorn, da wo die andere auch hängt. Ich renne. Boah, ich schaff diese Dinger nicht mehr, diese Fähigkeitschecks. Die werden echt, komm, Kathi, schneller, komm. Warte. Oh mein Gott, den letzten hätte ich fix nicht geschafft. Boah, danke. You're welcome. Okay, ich bin jetzt tot. Der Dude wird niemals auf mich sauer sein, glaube ich. Oh mein Gott! Ah, zum Glück verhauen die beide die ganze Zeit. Ah! Becky, halt bitte noch. Nee, ich bin schon tot. Durch. Ja. Ich werde jetzt in den Käfig geworfen und bin dead. Mal wieder. Nur tot hier. Ey, Fallschirm. Warte. Habe ich eine Falsche gehört? Ich habe mal eine Frage an euch beide. Was macht ihr gegen Content-Burnout? Wenn ihr an sich null Bock habt zu streamen, wie packt ihr das? Das Geile ist, Kathi, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gestreamt. Ich wollte gerade sagen, Kathi streamt dann einfach ein Jahr nicht. Geh bitte. Wann? Die hat sich einmal schon gebeamt und dann beamt die sich nochmal. Meine, jetzt sind die alle runtergeholt. Jetzt bin ich extra losgelaufen. Ich werde von Python geheilt. Der ist ein Alan Wake. Boah, da hängen wieder so viele. Ich renne zu alles einer. Alles für die Klicks. Caspar, du hast es verstanden. Alles für die Klicks. Wir haben wirklich aber wenig für die Klicks gemacht. Allerdings, wir haben uns nie ausgezogen. Nie ausgezogen. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Becky, jetzt ist eigentlich die Chance, weil es ist warm, wir streamen, also let's go. Nee, wir haben auch Sony, ich finde, wir haben auch nie, oh Gott, bitte hier nicht, danke. Also wir haben jetzt nie so auch so krasses Hype-Ding irgendwie. Nee, haben wir tatsächlich fast nie gemacht, ne? Überleg gerade, hatten wir irgendwann mal so ein Hype-Projekt? Nee, ich glaube auch nicht. Ja, Alter, wir haben erst einen Jane geschafft. Bitte, das ist doch peinlich. Was machst du denn auch, Becky? Ja, ich muss die ganze Zeit Leute runterholen. Ich bin an einem Jane. Ich mache was Produktives. Ja, ich bin auch an einem Jane. Weil die Killer sind zum Glück irgendwie ein bisschen weiter weg gerade. Ich glaube, ich habe zwar das Gefühl, sie kommen jetzt langsam hierher. Und dann laufen im Haus. Na, come on! Hier, Frau, was ist das? Wer sitzt hier mit mir? Komm, Alan Wake, wir machen das. Master of the Dunkelheit. Ey, bei uns im Auto läuft total oft dieser Song. Dieser, wenn er diesen Fiebertraum hat und dann die Geschichte erzählt wird. I'm the herald of the night. Oder irgendwie so. Ah, ich hab den nie gehört. Also ich weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe. Ich habe es damals mit Annika ein bisschen, also was heißt ein bisschen gespielt. Ich weiß gar nicht, ich hab's mit Annika gespielt und habe es, glaube ich, niemals bis zur Hälfte oder so geschafft. Ah ja, gut. Aber ich glaube, das ist... Also selbst ich habe es bis dahin geschafft. So, komm, das schaffen wir. Bah, immer noch drei. Geh runterholen. Ja. Ich sitze am nächsten Gen, da wo du vorhin die andere geheilt hast, auf dem Hügel oben. Ja, ich versuche immer noch Miss Shaki runterzuholen. Boah, es hingen auch schon wieder alle zweimal, bis auf uns zwei. Wir sind hier die Profis, Kathi. Kannst du dir das vorstellen? Komm her, hilf erst fertig machen und dann heile ich dich. So, okay, Frau heilt mich. Boah, die sind ja alle gar nicht an. Danke, Lupa. Oh freut Gott, mich. Lord Fox und Python sind jetzt gleich tot. Ja. Boah, Kathi, das schaffen wir schon wieder nicht. Klar. Was bist du denn für eine Zweiflerin? Ich gebe dir recht, wir schaffen es doch nicht. Ja, Natter, Lord Fox ist hier noch. Okay. Willst du geheilt werden? Ja, ich heile dich. Okay, er sagt. Ja, was jetzt? Heilen? Na, was jetzt? Ja, doch, war genau. Okay, dann mache ich hier weiter. Ja, die holt sich den Dude. Oh Gott. Lord Fox ist jetzt auch tot. Natter ist tot.
Ja, jetzt sind es nur noch wir beide, Kathi. Ja, Pech für dich. Ey, Falltür. Falltür! Wo? Die Falltür war meiner Nase zu. War seine Bitch. Oh no. Scheiße. Wieso sehen die mich denn hier schon wieder? Viel wichtiger ist, warum... Ich mache eine Falltür. Tschüss! Ah! Oh Gott. Geil. Okay, ich bin durch die Falltür. Ich bin durch eine Falltür. Okay, ich hasse dich. Sorry. Meine Falltür war quasi vor mir. Ja, meine war auch neben mir zum Glück. Oder nicht weit laufen. Okay, ja. Oh nein. Aber jetzt sind wir wenigstens beide einmal entkommen. Das war mir eine Freude. Ja, vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Das war ja ein Fest, eine Freude. Hat ultimativ viel Spaß gemacht. Das können wir gerne wiederholen. Mhm. Ihr könnt ja Kathi noch ein paar Spiele vorschlagen. Vielleicht schaffen wir es ja wieder so ein paar Mal zum Streamen. Bisschen. Muss ja nicht immer ein bisschen die Puppen sein oder sowas. Bisschen die Puppen, das ist ein sehr schönes altmodisches Wort. Ja, oder? Finde ich auch. Und Kathi und ich, wir haben ja auch schon mal überlegt, beziehungsweise Kathi wurde ja gefragt, ob sie Lust auf Pen and Paper hat. Also vielleicht machen wir auch mal ein Pen and Paper am Stream. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, ja. Nachdem wir das bei uns bei Bethesda so nice gemacht haben, dachte ich mir so, nice, das kann ich bestimmt auch. Vielleicht kriegen wir das ja nach der Gamescom im September oder so hin. Das würde ich auch cool finden. Dann danke Kathi fürs Mitspielen. Lieber Danke, Becky. Schönen Abend euch noch. Gönnt euch Kathi. Habt viel Spaß mit Kathi. Und wir sehen uns. Also wenn ihr wollt, gerne auch mal wieder am Stream oder so. Ciao. Tschüss, Becky. Bye. Tschüss.